scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und zwar, ich denke mal, dass es ganz gut ist, jemand zu nehmen, der jetzt jedes Mal dabei ist, unser internationalen Experten für Kommunikation. Und zwar, Jean-Marie ist ein sehr guter Freund gleichzeitig und er ist auch ein geübter Menschenleser. Er deutet wertschätzend die vielfältigen Signale aus den Unbewussten, das solltet ihr probieren. Und er unterstützt seit mehr als 50 Jahren Menschen auf dem Weg in ein besseres Selbstwertgefühl und eine gewinnende Wirkung. Er ist Mentor, Dozent, Berater, Profiler, Lebens- und Sinncoach. Und heute hat er sich was ganz Besonderes für uns überlegt. Und zwar sein Leben als eine Kette von Zufällen. Naja, denn ein Zufall beinhaltet die Abwesenheit eines erkennbaren Musters oder Zwecks. Das werden wir sehen. Die Frage ist, wie sieht es für dich als Zuschauer aus? Dein Leben, ist es wirklich eine Kette von Zufällen? Mal sehen, was Jean-Marie dazu sagt. Die Bühne ist deine, Jean-Marie. Dankeschön, lieber Ovidio, und schönen Abend an alle. 1969 wanderte ich auf der Leopoldstraße in München-Schwabing. Auf einer Bank sah ich einen Mann in der Zeitschrift Stern lesen. Ich erwähnte meinen Mitspaziergänger das von mir beobachtete Titelbild und sagte begeistert, guck mal, eine Wildkatze. Mein Begleiter antwortete, möchtest du den Mann kennenlernen? Was, wie bitte, frage ich verwirrt. Ja, den Mann auf dem Stern. Ich verstand Bahnhof. Mein Begleiter wiederholte, ich bezahle dir das Ticket nach Genf in der Schweiz und mache eine Verabredung für dich mit ihm. Hä? Mein Begleiter war bei der Fluggesellschaft KLM tätig. Ziemlich verwirrt dachte ich, wer das wohl sei, dieser abgebildete Playboy, immer noch die Wildkatze im Blick. Ja, ich hatte ja einen Löwen in Belgien als Haustier. Das ist Bernie Kornfeld, einer der 10 reichsten Männer in der Welt, sagte er. Mein Bekannter überreichte mir eine Woche später ein Flugticket, Hin- und Rückflug. In der Schweiz wurde ich dann von dem Sekretär Jack Lowe empfangen. Der war der ehemalige Fotograf des Weißen Hauses, von John F. Kennedy, den ich so bewunderte. Ich wurde sofort als Fotojournalist für mehrere internationale Hauszeitschriften angestellt. Plötzlich begann eine neue Karriere, wo ich gerade mal naiv in Bayern angekommen war. Und es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass ich sogenannte immer wieder mehrere Zufälle begegnete mit ungeheuerlichen Resultaten, die mein Dasein total und positiv veränderten. War das nun Zufälle oder eher Synchronizität? Koinzidenz, Schicksal oder sogar Fügung? Und was ist der Unterschied? Der Zufall bezieht sich auf Ereignisse, die ohne Absicht oder ohne Vorhersehbarkeit eintreten. Es gibt keine planmäßige Verbindung zwischen den Ereignissen und nichts, was sie miteinander verbindet. Ist das wirklich so? Synchronizität bezieht sich auf Ereignisse, die sich zeitlich miteinander verbinden und scheinbar eine Bedeutung oder einen Zusammenhang haben. Danke, Irmela Segejung prägte diesen Begriff, um diese Art von Ereignissen zu beschreiben, die als bedeutungsvoll oder sogar, wie er sagte, magisch empfunden werden können. Koinzidenz dagegen sind Ereignisse, die gleichzeitig oder beiläufig auftreten, jedoch ohne einen offensichtlichen Zusammenhang oder eine Bedeutung. Im Gegensatz zu Synchronizität wird keine tiefere Bedeutung oder Verbindung zwischen den Ereignissen impliziert. Bei Zufall fehlt die Anwesenheit eines erkennbaren Musters oder Zwecks, während Synchronizität und Koinzidenz beide das Auftreten von Ereignissen beschreiben, die zeitlich miteinander verbunden sind. In unserer Datenwelt und Informationszeit kann es schwierig sein, zu akzeptieren, dass Dinge manchmal einfach auf eigenartige Weise geschehen. Wir suchen nach Erklärungen und Zusammenhängen für alles, sei es in persönlichem Leben oder auf globaler Ebene. Es erinnert uns daran, dass die Welt nicht vollständig vorhersehbar oder kontrollierbar ist.
selbst wenn wir glauben, alle Antworten zu haben. Manchmal können scheinbare Zufälle, Ereignisse einen wichtigen Einfluss auf unsere Entscheidungen haben oder sogar dazu führen, dass sich unser Schicksal ändert. Die Welt ist komplex und oft existiert, denkt man, kein offensichtlicher Zusammenhang zwischen den Dingen. Und vielleicht liegt gerade hierin ihre Schönheit begründet. Denn wer weiß schon wirklich, was das Universum für uns bereithält? Kann es sein, dass ein sogenannter Zufall doch eine höhere Bedeutung haben kann? Einige glauben, dass alles, was geschieht, vorherbestimmt ist und es keine Zufälle gibt. Andere glauben wiederum an freien Willen und meinen, dass Zufälle real existieren können. Aus psychologischer Sicht kann ein Zufall für den Moment ohne übergeordnete Bedeutung sein. Aber es ist auch möglich, dass sich aus ihm langfristig etwas entwickeln kann. Es kann zum Beispiel sein, dass ein zufälliges Ereignis das Leben einer Person auf dramatische Weise verändert. Oder dass es ein wichtiger Impuls für eine neue Erfindung oder Entdeckung liefert. Auch eine Liebesbeziehung. Das war bei mir zum Beispiel immer der Fall. In der Naturwissenschaft gibt es den Begriff Zufall eigentlich nicht. Dort spricht man eher von statistischen Wahrscheinlichkeiten. Dennoch können auch hier scheinbare Zufälle wichtige Erkenntnisse liefern und zu neuen Entdeckungen führen, wie gesagt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass man den Zufall nicht einfach als Schicksal oder Glück abtun sollte. Vielmehr sollten wir uns bewusst machen, dass der Zufall eine Rolle in unserem Leben spielt und wir ihn nutzen können, um neue Chancen und Möglichkeiten zu entdecken. Doch wie kann man den Zufall für sich arbeiten lassen? Eine Möglichkeit besteht darin, offen für Veränderungen zu sein und auch unerwartete Ereignisse als Chance anzusehen. Wer immer nur auf Nummer sicher geht und keine Risiken eingeht, wird kaum von zufälligen Gelegenheiten profitieren können. Auch das Netzwerken kann dabei helfen. Je mehr Kontakte man hat und je öfter man mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass einem interessante Dinge zufällig begegnen. Natürlich sollten wir auch noch die Augen offen halten. Wer achtsam, danke Irmela, durchs Leben geht und seine Umgebung genau beobachtet, Achtsamkeit also, wird schneller bemerken, wenn sich plötzlich eine Tür öffnet, sei es im Job oder im Privatleben. Der Zufall mag unberechenbar sein, aber wer ihm gegenüber aufgeschlossen bleibt, statt ihn zu ignorieren oder gar bekämpfen will, dem eröffnet sich oft überraschende Perspektiven. Wie wiederholt in meinem Leben und nicht nur 10 oder 20 Mal, viel, viel mehr. Wenn du mehr von meinen unglaublichen Geschichten hören möchtest, dann rufe mich an. Gerne deute ich dir deine Geschehnisse und gebe dir dabei wertvolle Impulse für deinem Leben. Ich schließe mit der Autorin Brigitte Kohn. Sie sagte, der Zufall bringt das Neue in die Welt. Er steht für die prinzipielle Offenheit und Ungewissheit menschlicher Lebenserfahrung. Aber gibt es den Zufall überhaupt? Steckt nicht viel mehr ein göttlicher Plan dahinten? Erfahrungsgemäß glaube ich persönlich an Fügung. Die Frage ist, wie wir Zufall interpretieren. Ist es Vorherbestimmung? Führung, Heimsuchung? Wie üben wir beim Zufall entweder Akzeptanz oder Tiefschlag? Wie offen sind wir und wie wach sind wir für die Zufälle, die uns begegnen? Ich freue mich auf eure Diskussion. Jean-Marie Botka. Vielen Dank.